Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor. Hier ist es jetzt eine Weile her, dass ich irgendwas gemacht habe. Das hatte Gründe. Ich habe endlich mal etwas gemacht, was ich sonst vorgeführt habe. Ich habe immer angeguckt, was hier auf der Map gerade los ist. Ich habe entschieden, dass wir diese Folge ein wenig umalbern werden. XP zu sammeln, damit wir dann leichter gegen die, was ist das, gegen den Turm antreten können. Also ich schätze mal, dass es der Turm ist. Ich bin mir gerade nämlich ein bisschen unsicher. So, das heißt, wir gehen dann mal hier rüber, da es gerade in der Nähe ist. Dann versuchen wir einmal die Dolchmission zu machen. Und dann vielleicht eine der Schwertmissionen. Das hat die Folge eigentlich schon relativ viel füllen. Danke. Danke. Bitte, bitte. Freiheit. Endlich. Es sind wie immer wieder ein paar neue Augen dazugekommen. Unartige Orks! Zeit zum Bestrafen! Ich bin nicht der Feind, du Trottel! Also darüber lässt sich streiten, ob du der Feind bist oder nicht. Eine, der mal nicht direkt runterfällt. Eine, der ein paar Sekunden länger braucht. Oh, nimmt davon Schaden. Passt aber Schmerzen. Gegen den zu kämpfen wird lustig. Ich bin zu traurig, dass du mich nicht verfolgt hast, Liebster. Kill, 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 der wird mir mit dem Schuss mehr. Oh, was? Kannst mir nicht weh! In Richtung gelöst? Was passiert? Entkommen, fehlgeschlagen. Schwäch! Das kannst du doch besser! Das gemacht, komm, was ist das? Blut! Das habe ich schon mal gesehen! Ha, eine Garantie, dass er nicht wiederkommt. Obwohl, nicht immer. Habt ihr das gehört? Das ist schlecht. Wir werden dich zerfetzen! Ich sollte mich umbauen! Bin ich in der Nähe einer Festung? Die Festung nennen. Warum wollt ihr dann irgendwelche Glocken machen? Sorry mal. Irgendwas anzünden. Ich verstehe es nicht. Die Jungs seid merkwürdig, aber zumal. All diese Bleichleute verpesten die Luft auf Festung, Mann. Das ist gar nicht mal so. So. Der Enthaupter. Merkwürdig. Interessante Namen hier. Da, der hier hoch. Rette die Sklaven. Führt die Uhr mit Angriffen von oben.
Ja, okay. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Während ich die Sklaven rette. Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert. Nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. Die sitzen doch auf dem ganzen Grog. Ich habe gehört, sie lagern mich in einer Höhle weit oben. Aber ich nehme mal ganz stark an die Hand. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir es ja tun. Aber wollen die wissen, dass die so viel Grog haben? Auch wenn es nur ein Gerücht ist. Und du? Es wird Zeit, dass wir losmarschieren. Ja, halt die Klappe. Man sagt ja immer, in jeder Geschichte steckt ein Funken Wahrheit. Also, vielleicht haben sie eine Höhle weiter im Norden. Kann schon sein. Aber was ist in der Höhle? Es hat sich doch einer geschnappt, oder? Wen geschnappt? Gehst du jetzt wieder an die Arbeit? Ich will dich nicht noch einmal Nein sagen hören! Warte! Ich rieche etwas. Nein, du sollst nicht hochklettern. Oder bist du noch auf Tour? Du entkommst mir nicht. Ich hab's! Sind hier auf einmal so viele? Die waren vorher noch nicht da. Alle her. Was ist denn jetzt falsch? Da gehe ich erstmal nicht hin. Dort befindet sich heute Nacht in Aufruhr. Ich gehe erstmal zu den einen da hinten. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Ja, mach ich ja. Nur ich möchte nicht wieder so einen merkwürdigen Pop-up haben, dass auf einmal so sehr viele sind. Nein, du solltest nicht runterspringen. Ich habe nicht auf Runterspringen. Habt ihr diesen mit eingeweihten Wagen im Baum gesehen? Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf!
die ganze Zeit wieder gefangen genommen zu werden. Willst du uns wirklich alle helfen? Ja, dann gib mich auf. Werde mich wieder gefangen. Es hilft echt nichts, wenn ich die befreie, die dann wieder irgendwie gefangen werden, wie ich das dann nochmal von vorne machen soll. Wäre auch lustig, wenn diese Gefangenenmission immer wenn diese drei Personen immer genau die gleichen werden. Was war das für ein Geräusch? Dass ich sie befreie, sie dann wieder gefangen werden, weil sie weggelaufen sind. Wir leben die Arbeit, du machst die Arbeit. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Nicht noch eine Latrine für diese Kreaturen errichten. Danke. Okay. Also eine Latrine für die richten möchte ich auch nicht unbedingt. Durchmission hinkriege. War ja recht knifflig. Nicht in Meinung. Nicht so stark wie andere, aber naja. Wir werden ja sehen, wie schwer das ist. Wie viele Kohle haben wir gestern getötet? Ich glaube, es waren 6. Boah, 6 Kohle, wie niedlich. Ich war noch nie so bereit, es mit dem Grabbeutel aufzunehmen. Du willst 6 Karrengurte, dann bin ich vielleicht etwas mehr erstaunt. Ah, ein schwarzes Tor. Gesehen, dass hinter uns her ist. Keine Spur. Der Hauptmann verschwendet seine Zeit damit, Pläne zu schmieden, anstatt uns auf ihn loszulassen. Das hört sich nicht gut an. Selbst fangen. Wer braucht schon Befehle? Ich weiß nicht, wer Befehle braucht, aber die sind, glaube ich, ein bisschen wichtig, deine Befehle. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Habe ich da gerade etwas gehört? Ich weiß nicht, was das war. Ich habe falsche Alarm. Wenn er uns in die Schlacht führt. Oh, geh weg, Michel. Zack, einer weniger. Guck weg, Bogenschütze. Ja, Abendschütze, jetzt kein Bogenschütze. Da drüben hat sich etwas Schütze. Bewegt. So. Oh, hier treibt sich ein Mörder herum. Nein, kein Mörder. Überhaupt nicht. Oh, noch jemand auf genau derselben Stelle. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, sie sind inzwischen. Moment. Ich rieche etwas. Noch ein kleiner Ruckwinkel. Waren sicher nur Ratten. Da war doch ein Geräusch. Oha! Ich glaube nicht, dass da jemand war. Wenn da etwas war, sollte er sich fernhalten. Was ist mit dir passiert? Ich hasse die Menschen und ihre dummen Monumente. Das war mal was anderes. Nein, ist es gar nicht. Ich bin es nicht. Ich bin nicht da. Dö. Vielleicht, wenn jemand nur nicht schleichen möchte.
Unsere Spitzen treffen auf so große Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Sie sollten auch mal daneben schießen, damit ich wen abstechen kann. Orks und ihre... Also eigentlich Uruks und ihre spaßmachenden Sachen. Wer auch immer der nächste Hauptmann wird, er muss den Grog besser vertragen können als der letzte. Schreit in eine Karagor-Grube gerannt. Was habt ihr das gehört? Morgen wurde diese Geister ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht. Ja, denke, habe ich jetzt gut. Nichts Neues verführen. Dafür gibt es was Neues. Und dafür gibt es was Neues. Das hört sich nicht gut an. Weg hier. Diese Spur kenne ich. Haltet die Augen auf. Und ich habe mir den guten Kampf erhofft. Ich wollte gerade sagen, hast du ihn ernsthaft nicht gesehen? Was haben wir denn hier noch Schönes? Dass du hier sterben wirst, oder? Ich töte dich, wenn ich muss. Egal, was du mir sagst. Ich muss das Signal verwechseln. Zack. Den Kopf abgeschlagen.
bevor sie mich nochmal entdecken. Da hinter mir ist, das macht ja auch keinen Spaß, ne? So einzelne vielleicht. Hauptmann, boah, es gibt. Ach, nicht der halber Bibel. Was zu noch? So, und weggehen, bevor das Schlagfeuer anzünden kann. Nehmen wir nochmal die Patrouille mitnehmen. Hol die anderen! Ich hoffe, das Zuschauen hat euch gefallen. Auch wenn die meisten wahrscheinlich das Spiel selbst haben und es so einfach nicht zugucken und dann auch selbst spielen. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und tschüss.